Black Ops 6 wird scheiße. Nein, Black Ops 6 wird geil. So hören wir uns immer an, wenn das nächste COD ansteht, die ersten Inhalte veröffentlicht werden und Fanboys und Skeptiker streiten. Aber dafür bin ich ja jetzt da, der Retter in Not, denn ich habe mir 4 Stunden COD Next angeschaut, wo die ersten neuen Inhalte konkret zu Black Ops 6 vorgestellt werden und fasse euch das Ganze heute zusammen. Wir reden über Multiplayer, Zombies und natürlich Warzone. Los geht's mit... Zur COD Next durften ja einige Creator schon zocken und wurden eingeladen. Und ich muss schon sagen, das hier sieht ziemlich cool aus. Ich will da auch eingeladen werden. Aber genug von meinem Neid, denn es gab direkt zum Start den Multiplayer Reveal Trailer. Der Fokus auf Omni-Movement wird schnell mehr als nur klar. Man kriegt das Gefühl, das Team ist hier wirklich sehr stolz drauf und es sieht auch wild aus. Wenn ich aber sehe, was bei den Creator-Streams auch schon teilweise an Movement ausgepackt wurde, habe ich auch ein bisschen Schiss. Wer immer noch nicht glaubt, dass COD ein reiner Movement-Shooter geworden ist, hat spätestens hier das Argument verloren. Ich meine, was zur Hölle? Bedeutet natürlich auch, dass es eine steile Skillkurve gibt und die Skill-Gap umso größer wird. Macht euch also darauf gefasst, dass SBMM bzw. EOMM euch ordentlich kaputt machen wird. Aber im positiven Sinne sieht das schon so aus, als wäre das Gameplay dadurch ziemlich dynamisch, noch schneller als sowieso schon und auch echt fordernd. Zum Launch erwarten uns 16 brandneue Karten, also keine Remakes im kompletten Roster, sondern wirklich neu angelegte Maps, die wir behüpfen dürfen. Orientiert wurde sich am klassischen 3-Wege-Aufbau, aber Vertikalität darf natürlich nicht fehlen. Bei den Modes gibt es selbstverständlich die Klassiker, aber vorgestellt wurde der neue Modus Kill Order. Execute Order 66. Hier kriegt euer Team ganz normal Punkte für Kills, aber jedes Team hat einen VIP, der beim Kill extra Punkte macht oder wenn ihr den VIP killt, euch extra Punkte gibt. Wir durften uns dann anschließend auch einiges an Gameplay der Creator angucken und was natürlich auffällt, ist erneut die Customization. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich find's eigentlich ganz schön, wenn in meinem Modern Military Shooter ein bisschen, ihr wisst schon, Modern Military Shooter drin ist. Aber das schöne Customization Money darf natürlich nicht fehlen. Deswegen gibt es wieder bunte Laserwaffen, leuchtende Skins und bald vermutlich auch wieder... No, God, please, no! Dafür sehen die Überarbeitungen am Gunsmith echt vielversprechend aus. Eine Änderung fand ich hier besonders positiv. Statt dass Attachments wie gewohnt mit Vor- und Nachteilen kommen, gibt es die im Black Ops 6 nur noch mit Vorteilen. Somit wird euer Bild automatisch mit jedem Attachment besser und ihr könnt euch auf bestimmte Werte fokussieren. Finde ich persönlich ziemlich stark. Außerdem werden Visiere jetzt waffenübergreifend freigeschaltet. Bedeutet, wenn ihr einmal das Rotpunktvisier freischaltet auf einer SMG, dann habt ihr dieses Visier für alle SMGs. Und endlich gibt es nicht mehr getrennte Loadouts für die Modi, sondern euer Loadout funktioniert für Warzone, Multiplayer und Zombies. Das war vorher einfach nur nervig. Bin froh, dass das weg ist. Waffen kommen außerdem mit ihrem eigenen Leveling und 12 brandneue Waffen sind mit dabei, zusätzlich zu alten Bekannten. Aber das Beste ist die Rückkehr des klassischen Prestige-Systems. Erreicht ihr einmal Level 55, könnt ihr Prestige aktivieren und seid somit Prestige 1 und das geht bis Prestige Level 10. Aktiviert ihr Prestige, seid ihr aber auch wieder Level 1 und alle eure freigeschalteten Items müssen wieder freigeschaltet werden. Eure Waffenlevel bleiben allerdings bestehen und bei jedem Prestige könnt ihr einen Gegenstand permanent freischalten. Zum Beispiel eure Lieblingswaffe, statt wieder warten zu müssen, bis ihr die freigeschaltet habt. Für diejenigen, die gerne schwitzen, die sich messen wollen, die Karriereleiter des Ranked-Modus erklimmen wollen, gute Nachrichten für euch, den Rank-Modus gibt es nämlich schon früh in Season 1. Schreibt mal in die Kommentare, was euer höchster Rang bisher in COD war. Bin mal gespannt, ob wir hier Pros und Noobs mit am Start haben. Lasst uns jetzt mal einen Blick auf Zombies werfen. Hierzu gab es schon einen kleinen Reveal, bei dem eine Map vorgestellt wurde. Dazu haben wir schon ein Video gemacht, schaut gerne rein. Bei der Next wurde die zweite Launch-Map präsentiert, Liberty Falls. Ich fasse euch also mal im Schnelldurchlauf zusammen, was am wichtigsten ist. Es gibt zwei Launch-Maps. Die Dark Aether Story geht weiter. Klassische Elemente wie die Pack-a-Punch-Maschine oder Gobblegum kehren zurück. Die Maps kommen mit einer dedizierten Main-Quest, die euch wieder auf Rätseljagd schicken wird, die ihr verfolgen könnt. Trotzdem ist Zombies so aufgebaut wie der klassische rundenbasierte Modus, den wir kennen und lieben. Wer aber nicht rätseln möchte oder auf Easter Egg-Jagd gehen will oder die Story gar nicht kennt, der kriegt mit dem Directed Mode sogar Hilfe bei der Main-Quest, indem die Ziele klar formuliert und angezeigt werden. Ideal für Neueinsteiger. Wonder Weapons wie die Raygun sind mit dabei, aber gerade die Thrustodyne sieht heftig aus. Aber hey, ich weiß noch, wo es am meisten brennt, wo es euch in den Fingern juckt, was ihr unbedingt wissen wollt.
Warzone. Es ist kein Geheimnis, dass Warzone in letzter Zeit etwas struggelt, aber Black Ops 6 will das zurückbringen. Aber wie findet die Integration statt des neuen Spiels in die Warzone? Zunächst mal mit der neuen Map Area 99. Was euch direkt auffällt, die Map wirkt ziemlich klein. That's kind of small. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist Area 99 eine Resurgence-Map. Hier wird also der Wiederauferstehungsmodus gezockt. Außerdem täuscht die Oberflächenansicht, denn Area 99 hat mehrere Ebenen, darunter auch Tunnel unterhalb des Reaktors, was bedeutet, wir dürften hier einige enge Schlachten in Gebäuden und Gängen erwarten. Für die Warzone-Veteranen bedeutet die anstehende Integration neben der neuen Map aber auch die komplette Übernahme aller Gameplay-Systeme. Sprich Omni-Movement, Loadouts, neue Waffen, Customization und Co. kommen zur Warzone. Ihr müsst euch damit aber auch auf ein paar Änderungen einstellen. Das Perk-System wird zu einem Pick-3-System, ihr sucht euch also einfach drei Perks aus allen verfügbaren aus, könnt aber in-game weitere Perks als Loot finden und auch Specialist mit allen Perks wird es weiterhin geben. Eure Waffen, Loadouts, Skins und Co. aus der bisherigen Warzone werden übernommen und existieren weiterhin. Aber wie wir es gewohnt sind, werden die neuen Waffen vermutlich Meta sein. Neu ist auch, dass ihr zusätzlich zu euren zwei Waffen einen dedizierten Slot für eine Nahkampfwaffe habt, sowie das angepasste Rucksacksystem, das noch schneller funktionieren soll. Für mehr Inventar könnt ihr Satchels looten, die das Tragen von mehr Platten und Munition erlauben. Die schreckliche UI für Warzone wird ebenfalls angepasst, damit ihr schneller ins Spiel einsteigen könnt. Aber ihr wisst ja, was euch vermutlich weiterhin jedes Mal erwartet, wenn ihr zocken wollt. Aber da gibt es noch eine letzte große Sache. Richtig gesehen, Verdansk feiert sein 5-jähriges Jubiläum und kehrt zurück. Die Map, mit der alles begann, erwartet uns im Frühjahr 2025 und bald dürft ihr in die originale Warzone springen. Back to the roots also, nur halt mit Omni-Movement, neuen Waffen und leichten Anpassungen wahrscheinlich. Das war der Schnellüberblick zum kommenden Black Ops 6. Ich verlinke euch natürlich die komplette COD Next unten in der Beschreibung, falls ihr den 4-Stunden-Stream selbst angucken wollt. Ihr könnt das Ganze aber auch einfach selbst testen, in der Beta. Die Vorbesteller-Beta startet heute, also am 30. August für alle Vorbesteller, aber auch für Game Pass-Abonnenten und läuft bis zum 4. September um 19 Uhr. Eine Open Beta ist geplant die Woche drauf, ab dem 6. September bis 9. September. Sagt Bescheid, wie eure Erfahrung mit der Beta läuft. Ich bin natürlich gespannt auf eure Meinung. Falls ihr bis hier dran geblieben seid, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt ans Liken und Abonnieren, denn damit könnt ihr uns weiter supporten. Und wir sehen uns dann ja auch wieder. Also Leute, viel Spaß beim Zocken, macht's gut und bis zum nächsten Mal.